Heute knacken wir eine Super 8 Tonfilmkassette. Nehmen wir hier mal diesen alten Kodak K40. Der ist nicht mehr zu gebrauchen, nur noch schwarz-weiß negativ zu entwickeln und deshalb kann man ihn noch opfern. Ich weiß nicht, ob er teilbelichtet ist, liegt ja schon ein paar Jahre rum und dann werden wir den mal öffnen. Um eine Super 8 Tonfilmkassette zu öffnen, braucht man noch einen Seitenschneider. Und diese Ecke hier oben. Man nimmt die Kassette und den Seitenschneider wie folgt. Den Seitenschneider hier oben ansetzen. Hoffentlich kann man das sehen, ja. Hier oben. Und dann kneift man einfach einmal zusammen. So in etwa. Da hört man es knacken. Jetzt kann man hier schön sehen, dass es hier schon an der Seite offen ist. Und dann brauchen wir bloß noch aufzuziehen und die Kassette ist offen. Und dann wäre es hier der volle Filmwickel, den man dann in den Entwicklungstank einspulen kann. Natürlich alles im Dunkeln machen.